Hallo liebe Leute, wir haben uns heute was ganz Tolles ausgedacht. Bald steht ja auf einem großen Sender was an, wo man das ein oder andere eklige essen muss. Ja, wir haben auch uns überlegt, wir versuchen das so ein bisschen nachzumachen. Die Schlafmasken sind auf, meine Kollegen sehen nichts. Wir haben extra die beiden genommen, andere, die sehen auch auf dem Platz manchmal nichts. Die werden dann klar im Vorteil. Deswegen haben wir die zwei Herren hier ausgesucht. Also, ich fange mal an mit der ersten Köstlichkeit. Was auch immer, selbst ich habe keine Maske auf und weiß nicht, was es ist. Ich gebe dir das nicht in die Hand, weil Flo Kastenmeier schummelt. Ich gebe dir nur ein... Guck, ich gebe dir das so in die Hand, das Guck. Ist ein... Fühl, das ist ein... Spieß. Ja, genau. Und jetzt kannst du auf dem Spieß... Wo ist es? Unten oder oben? Ja, du hältst es richtig rum. Aber es ist kein also Zahnstocher. Es ist eine Zahnstochergröße. Also kannst du probieren. Du gibst mir deine Hand. Oh, du... Oh. So? Ja, ich verstehe eh nicht. Ja, klar. Now, taste it. It's too big. Das ist super, ey. Oh, into your mouth. Eat it. Braucht jemand eine Serviette? Ich kenne nicht die deutsche Wörter für das. Pâté? Ja. Nur für was? Pâté? Er sagt sie mir vor, Pâté. Das ist ja. Hallo? Das ist ja auch Schummeln, mhm. Oder? Leberpastei. Siehst du, das ist was ganz anderes. Leberwurst. Leberwurst. Leberpastei. Ja, ah, du möchte Kunt. Jemand Brot zum Neutralisieren oder Wasser? Nein, oder ist Milch? Okay. Serviette? Ist dann okay. Gehen wir zu Nummer zwei. Aber war das Gibt richtig? Gibt das jetzt einen Punkt für Ruven oder für Chris? Für mich auch. Haben wir. War das richtig? War richtig geraten. Leberpastei. Yes. Now the second one. Yeah, hier. Und erstmal Mund halten. Wir sind ja so schlecht. Bin drüber. Bin drüber. Wie bitte? Weintrauben. Weintrauben. Wie bitte? Grapes. Grape. Yeah, but we are in Germany. I mean, we are in Spain, but it. Sí, pardon. A German show, so sí. Please. Weintrauben. Weintrauben. ich könnte den ganzen Tag zuhören. Sag nochmal. Weintrauben. Eine Weintraube, richtig! Ja! Vindrevoru. Ja, Vindrevoru. Wer kennt sie nicht? So 2-1 für mich, oder? Nein, er hat es auch richtig. Er hat nicht gesagt. Da bin ich gespannt. Gurke. Was schätzt ja. Du? Gurke. Haben wir auch schwierige Sachen, oder? So, nächste. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Guten Appetit, Jungs. Onion. No. Onion. Nee, Knoblauch. Ich esse. Wollt ihr jetzt was trinken? Nee, danke. Das war doch oder ohne? Das war Garlic, my friend. Ja, yeah, und Garlic. Scheiße. Oh ja, yeah, Onion. Ah, nein. Das ist ein Punkt für mich, Freunde der Sonne. 4-3. Can I take it? Yes, you can. Was lachst du denn so, Kassi? Mach! Käse! Käse! Essen, Mann! Käse, Gorgonzola. Käse. Ich kann nicht so, ich kann nur Käse. Mozzarella. Nee. Schafskäse. Nee. Gorgonzola. Boah, zu tief, Leute. Hast du das gegessen? Muss Brot. You want bread? Please. Water? Okay. Das ist ja widerlich. Ich glaube. Der stand schon länger, ey. Da ihr habt euch einen ganz großen Applaus verdient. Boah. Sehr gut, hat mir gefallen. War das? Was ist das? War das Gorgonzola? Was? Blauschimmelkäse. Das ist ja. And people eat this? Yeah. Habt ihr jetzt noch mal ein bisschen zusätzlich Kalorien, damit ihr richtig Gas geben könnt gleich im Training? Ich würde sagen, das gibt mit Sicherheit die meisten Klicks jemals für den Fortuna Channel. Ich glaube, das war das schlechteste
schlechteste Challenge, die ihr jemals ausgedacht habt.